Ich würde einfach mal sagen, dass ich erst mal anfangen werde. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für die Hintergrundgeräusche, denn im Haus wird nämlich gerade gebaut. Und es kann nämlich vorkommen, dass wir hier Gehämmer hören, Gebohre hören oder das ein oder andere Magenknurren von mir hört. Ja, man weiß es ja mittlerweile und somit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft, meine Lieben. Mein Name ist WHLP und wir machen jetzt hier weiter in der Minecraft-Welt. Wie immer, der Start immer gleich. Und ja, war das gestern? Ja klar, das war gestern. Gestern ist mir nämlich was eingefallen, was ich hier nämlich noch bauen kann oder hier noch verwirklichen kann. Und bevor ich das irgendwie vergesse, will ich das jetzt noch unbedingt machen. Ja, vielleicht machen wir noch ein bisschen länger die Aufnahme bzw. die Aufnahmesession. So, ich würde sagen, wir fangen gleich an und wir nehmen... Wollen wir die Rosen mitnehmen? Ne, wir haben erstmal hier, wir machen das später. So. Schafe sind da, Kühe sind da, Hühner sind da, alle sind am Start. Und jetzt will ich euch erstmal zeigen, was ich machen will. Und dafür müssten wir dann diese Box hier öffnen. Denn ich brauche jetzt den Platz hierfür. Denn hier wird eine Treppe hinkommen. Ich wollte zwar hier oben das Hühnerspaßbad hinbauen. In einigen Folgen oder in manchen Folgen, die zuvor noch waren, hat man ja gesehen, dass ich hier oben schon mal einen kleinen Anfang machen wollte mit Trichtern und sowas. Oder so einen kleinen Stall hier im Untergrund hier für die Hühner. Für eine automatische Eiersammlung, kann man jetzt mal so sagen. Das wird demnach nicht werden. Na? Also, da würde ich sagen, ich mache hier eine Treppe rein. Und unter diesem Lager hier wird noch ein Lager entstehen. Ich muss mal gucken, wie es hier aussieht. Naja, da müssten wir hier dann noch ein bisschen weiter nach unten bauen dann. Also hier, das bleibt alles so, wie es ist. Ich will euch erstmal meinen Plan mal preisgeben. Inwiefern ich mir das jetzt ja vorstelle. Natürlich, diese Nebenlager hier, die werden auf jeden Fall auch bleiben. Hier hinten. Na gut, hier hinten könnten wir zumachen. Dass wir sagen, ab hier machen wir dann zu. Und dann haben wir hier hinten dann so ein Nebenlager oder sowas. Also, ich wollte mal sagen, wir haben... Ja, wir haben viel zu tun, wir haben viel zu machen. Ich habe jetzt momentan auch viele Ideen. Vielleicht werden wir das ein oder andere auch umbauen. Und jetzt müssten wir dann diese Truhe hier öffnen. Weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll, später machen soll. Auf jeden Fall wird das jetzt bald werden. So, ich muss erstmal gucken, wo alles war. Gut. So, Leute. Vorbereitung. Und da kommt schon das erste Hämmern im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Wie gesagt, Bauarbeiten im Haus. So, Spitzhacke haben wir hier. Jetzt geht das Gebohre los. Also nicht wundern. Es sind Bauarbeiten. So. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht so sehr. Trotz des Let's Plays jetzt hier. Ne? Mich stört selber extrem, dass hier gebaut wird im Haus. Aber, Moment. Ich muss mal kurz hüsteln. Aber, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt, nämlich diese Truhe. In Folge 474 war es, glaube ich, da haben wir diese Truhe gehabt. Und jetzt werde ich diese Truhe endlich öffnen und wir werden sehen, was sich hierin befindet. Achtung, fertig. Nein, ich mach's später. So, ich werde erstmal hier anfangen. Vielleicht brauchen wir die Truhe auch gar nicht öffnen, das wäre ganz gut. So. Ich fange erstmal hier eine kleine Treppe an. Warum verrate ich immer gleich alles? Vielleicht werden wir es nie erfahren, was da drin ist. So, jetzt muss ich gucken. Oh ja, das reicht schon aus. Also bleibt die Truhe geschlossen. Die Truhe kann geschlossen bleiben, so wie es aussieht. So, ich grabe mich erstmal ein bisschen hier nach unten. Genau. Dann machen wir...
Und dann muss ich gucken, wo die Enden sind. Damit ich mir das genau so kalkulieren kann, dass es dann passt. Das heißt also, ich muss ab hier anfangen, ein bisschen nach unten bauen hier. Das sieht jetzt ein bisschen ulkig aus und ein bisschen nach. Gut, ich bin jetzt schon zu weit. Haben wir gleich, Moment. Ab hier hin dann, ab hier hin. Den Rest machen wir dann natürlich gleich. Ich habe zwar gesagt, wie er das rumgebore hier. Ich habe zwar gesagt, dass ich den Fußboden hier so lassen will. Der bleibt ja auch auf jeden Fall so. Aber ich muss mir ja erst einmal die Punkte suchen, inwieweit wir hier graben müssen. So. Weil das soll nämlich genau gleich werden mit dem, was wir nämlich hier oben haben. Und dafür muss ich jetzt erst einmal den Fußboden hier aufreißen. Hoch. Die Truhe sollte schon bleiben. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier runter. So, wir haben hier im Haus eine Baustelle und jetzt haben wir auch hier unten im Lager eine Baustelle. So, ich müsste jetzt auch noch irgendwo Treppenstufen haben. Wäre jetzt schön gewesen, wenn sie jetzt hier drin gewesen wären. Also es scheint. Da bin ich schon wieder blind. Nein, ich glaube, wir haben die sogar auch verbaut, ne? Müsste ich mir ein paar Treppenstufen anlegen. So, ich glaube mal, die Menge hier müsste reichen. Ich hoffe es zumindest. Huch. Da können wir hier schon mal ein paar kleine Treppenstufen hier anlegen. So. Somit kommen wir erstmal hier runter. Und ich werde jetzt mal anfangen, hier mal ein bisschen zu graben und dann mal gucken, wo es uns dann hier hinführt. Ich muss auf jeden Fall. Moment. Ja, passt. Ich muss nämlich erst einmal hier nach vorne, dass ich hier an die Punkte hier komme, die ich mir hier abgesteckt habe. So, mal sehen, wie weit wir jetzt ja graben müssen, bis wir an den Punkt kommen, den ich mir hier ausgemacht habe. Aber ich denke mir mal, wir werden eigentlich schon ziemlich schnell dahin kommen. Jetzt habe ich hier gerade was gesehen. So, hier haben wir schon den Punkt. Wo kommen wir denn jetzt hier raus, sag mal? Ach so, hier waren wir schon mal, ne? Was ist denn das hier? Wo sind wir denn hier? Sind wir in der Mine gelandet? Sieht mir verdächtig so danach aus, dass wir jetzt hier in der Mine sind. Aber wir müssen das sowieso erst einmal. Ja, das ist ja jetzt doof. Aber wir müssten, glaube ich, Glück haben. Inwiefern haben wir denn das hier? Ach so, die Wand. Die ist hier auf der Seite. Also müssten wir das hier zubauen. Gut, das wird jetzt ein bisschen Kuddelmuddel werden hier. Aber das führt uns dann schon irgendwann mal zu einem Ziel. So, jetzt muss ich. Ja, ich glaube schon, dass das so richtig ist. Jetzt grabe ich mal in die Richtung. Muss aber bedenken, dass wir hier einen Fußboden brauchen. Und da kommen wir schon dahin, wo wir hinwollen.